Ja, moin, liebe Freunde der verdrehten Gehirnstränge und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von Deponia Doomsday. Ja, wir sind wieder hier. Ich habe bis hierhin gespielt, das war ja zum Glück nicht lange. Nein, liebe Freunde, wir sind nicht ganz am Anfang, auch wenn der Eindruck entstehen mag. Nein, wir fahren fort, liebe Freunde. Ja, wie gesagt, warum habe ich das gerade gesagt? Weil mich das ja letztes Mal so derart verwirrt hat. Was hatte ich? Also manche Dialoge werden sich wiederholen, zum Beispiel das hier, das werde ich auf jeden Fall überspringen. Was wollte ich sagen? Liebe Freunde, ich denke mal, wir sind ziemlich nah am Finale. Also ich weiß nicht, wie viele Parts diese heutige Aufnahme haben wird. Wir gucken einfach mal, okay? Machen wir einfach mal das Beste draus, wir gucken mal. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Elysium. Toni. Ja, das kennen wir ja schon. Ich mal ihre Kristall nicht, dass da noch. Da kennen wir schon. Stimmt. Das letzte, was ich an meiner Mongol. Ja. Glaspyramide, genau. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Mhm. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst: Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Ja, genau. Wer tut das nicht sonst? Ah, jetzt nimmt das mit. Okay, alles klar. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Oh nein. Hey, stopp! Sie können ja nicht parken, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp! Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Ich auch. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe, hm? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blux. Shin-Schumer-Klux. Des Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatat. Ich hab dicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chrono-Car erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von Neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Nee. Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium abspringen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen.
In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, Schnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif. Für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Hast du noch mehr solcher Ideen? Hä? Wer sind Sie denn? Der dir gleich den Obok aufreißt. Du hast unser Umux ein für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Freunde, ich komme überhaupt nicht mehr mit. Aber ist egal. Also wir scheinen wirklich sehr nah an dem Finale zu sein. Irgendwas ist anders. Ja. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Oh, tschüss. Oh. Ich sagte, stehen bleiben. Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. Ja, würde ich auch sagen, ne? So. Weiter. Jetzt bist du dran. Weiter. Und weiter. Jetzt kriegen wir dich. Wie geil ist das denn, ey? Scheiße, da kommt er schon wieder. Puh, ist das anstrengend. Ich habe dir gesagt. Lauf! Wir sollten öfter mal joggen. Wie geil ist das denn? Jetzt kriegen wir dich. Wie geil ist das denn, ey? Oh, aber nein. Du wolltest ja unbedingt die Konsole. Versteck dich. Da draußen läuft. Ich weiß. Oh nein. So lang. Scheiße, ich muss das überspringen. Ich kann euch langsam nicht mehr ernst nehmen. Das solltest du aber. Wir werden dich zerstampfen wie eine Nushu-Nushu-Milbe. Verdammt. Puh. Gleich. Nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Oh, schade, ich dachte, die... Stopp! Schnapp die mich, schnapp die mich. Ich bin in einen Splitter getreten. Du bist so eine Mumox. Eine richtige Mösox. Ja, eine Mösox. Du bist so eine Mumox. Eine richtige Mösox. Wozu hat man das? Ja, nicht klauen kann man auch von Leuten, die weiter weg wohnen. Okay, ich laufe jetzt einfach mal weiter. Also, ich finde es interessant, dass sie trotzdem irgendwie mal stehen bleiben. Das ist gut. Ich wusste es nicht, deswegen. Nanu, nicht alles ist... Ich muss mich... Okay, ich kann hier nicht viel machen. Dann nichts los. Wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre?
Okay. Irgendwie kann ich noch nichts machen. Irgendwas fehlt. Ich hab doch schon eine Kohlenzange. Loses Panier. Ah. Na sowas. Hier ist eine Nische. Aber sie ist leer. Schade. Was muss ich denn jetzt machen? Das ist ja mal eine dünne. Es gibt offenbar nur nichts wie weg hier. Eine Art weg. Macht er nicht. Warum nicht? Warum rennt die Zeit davon? Was soll das? Was will das Spiel mir damit sagen? Ich bin verwirrt, Freunde. Ich bin verwirrt. Ah. Hab ich dich endlich! Gibst du freiwillig auf oder müssen wir dich gewaltsam aus dieser Zeit entfernen? Ja, solange man mir eine Waffe vor die Nase hält, ist es doch sowieso nicht freiwillig, oder? Stimmt auch wieder. Super. Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Hm. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City. Die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nicht, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein, tut es nicht. Nun lasst mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausendmal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen. Fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Hm, okay. Scheibenkleister. Hey, wer ist Zimmerservice? Er lässt sich auch immer auf die gleiche Weise abwimmeln, ne? Ja, da können wir eh nichts machen. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt, aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Bah, dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Ist das geil. Stop. Ja, schön. Milch geholt? Check. Mehr war nicht abzugreifen. Na sowas. Hier ist eine Nische. Aber sie ist leer. Was kann ich denn in die Nische reinstopfen? Die Milch würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Elefant ihretwegen hinter mir her ist. Warum tut er die da nicht rein, Mensch? Was soll ich mit der Kohlenzange zweimal? Keine Nägel, keine Zecken. Nein, hierfür braucht... Nicht doch. Nanu, nicht alles. Ich muss mich wohl doch... Ah, hier ist eine Vase. Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen. Aber mir gehen auch langsam die Ideen aus. Und solange ich vorsichtig bin... Jo. Hoppla. So viel dazu. Ah, okay. Wir müssen eine Brille bauen. Oder was? So viele Uhrenzeiger. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie mich anlachen? Egal. Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Schnell, ruf auf die Zeit rein. Nee. Ohne Werkzeug kann ich dieses Bauchgefühl direkt zu... Ah, okay. Dafür also die Zange. Alles klar. Da. Hab sie. Okay. Tja, und wie geht's jetzt weiter? Es ist noch nicht. Tja, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also wenn ich rausgehe, dann kommt wahrscheinlich gleich direkt der Elefant wieder rein.
Ja, habe ich mir gedacht. Hab ich dich endlich! Und Déjà-vu. Oh, Scheiße. Nein. Alles nochmal. Oh Gott. Scheibenkleister. Hey. Zimmer, Sir. Oh Gott, das hatten wir ja schon am Anfang, als wir in Elysium waren. Eieiei. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Ja, hast du auch. Irgendetwas, aber ich komme nicht drauf, was? Elefant im Laden, bla bla bla. Endlich kriegen wir dich, er rennt raus. Hey, stopp! Elefant rennt hinterher, wir kommen wieder rein. Rufus hat die Milch. Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Gut. Gut, dann hol dir schnell die Zange. Vase kaputt machen. Ich, aber mir gehen ja, bla bla bla, kennen wir. Hoppla. Kaputt machen. Einsammeln. Ich frage mich, was man hier als Waffe nehmen kann. So, die Zeiger haben wir auch. Nanu, nicht. Ich muss. Nanu, nicht. Ich muss mich. Warte mal, den Helm. Nicht. Kommt schon. Jetzt glitzert hier nicht nur so rum. Macht euren Job. Bringt Glück. Nee. Es ist noch nicht zu spät für Unins. Ja. Na sowas. Aber was muss da rein in die Nische? Dafür brauche ich und meine angeborene Resistenz. Dafür und na sowas. Aber sie ist. Was muss ich da rein tun? Hier kommen wir nicht ran. Nee. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? So ein ähnlich. Cole hat nie erzählt. Ja, das kennen wir schon. Können wir damit vielleicht interagieren? Ich werde bestimmt nicht nichts. Auch nicht. Wie lange will er denn? Das gibt doch schon. Ja, das gibt wirklich Schrumpelhaut. Also hier können wir gar nichts machen, okay. Wenn wir rausgehen, kommt sofort der Elefant rein. Also so kommen wir auf keinen Fall weiter. Aber das bringt auch nichts. Das hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Okay. Ah! Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Jetzt geht's. Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Oh, süß! Das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Baby-Gol. Oh. Ach, du dicker Vater. Das hier ist Golds Kindheit. Mach nicht so einen Lärm da unten, junges Fräulein. Du weißt doch, Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Deponia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Lunchbox. Die kleine Gohl. Dann wollen wir doch mal nachschauen, was ein Oberkontrollrat so zum Mittag zu sich nimmt. Ach du Scheiße, das ist auch noch zeitbeschränkt. Ein Apfel und eine Nachricht. Ich habe dir zur Abwechslung mal was Gesundes eingepackt. Diese Süßigkeiten ruinieren dir auf Dauer nur die Zähne. Geschieht ihm recht. Ein Teil seiner Verbitterung kann ich jetzt verstehen. Zu wenig Zucker. Ah. Das Problem ist, wir haben zu wenig Zeit. Ja, schon gut, schon gut. Du magst dein Buch. Ich hab's ja verstanden. Dann kommen die Elefanten hinterher, oder was? Ich hab keine Ahnung. Hey, die Telebuddies. Nee, ist klar.
Serie gewesen, aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich geheult und mit Brei um mich geworfen. Aber letzten Montag hatte ich mich dran gewöhnt. Jetzt kommen die Elefanten, scheint es auch zu gefallen. Ich hoffe, sie sitzt nah genug, um alles zu erkennen. Super. Ja, es war klar. Nerven, echt. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Scheiben. Hey. Zimmer-Surf. Aha. Fängt die Zeit schon an zu laufen? Nein, noch nicht. Gut, dann werde ich hier den Part beenden, liebe Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Deponia Doomsday. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir das gucken werdet. Und ich sage dann euer Lasser, ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Bis dato. Tschüss, Freunde.